Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf der Ostseeküste bei Svenny an der Ostsee. Checkhorn. Endlich. Wir haben einen Moped zum Hof. Ich glaube, wir machen noch eben den Steinsammler hinter. Der taktisch Krieger, ne? Eben Steine noch sammeln. Da kannst du ja auch wohl im Dunkeln. Ich bin echt am Überlegen, ob wir hier später auch noch drillen. Oder erst drillen oder weiß auch nicht. Die nächsten Tage wird das echt knapp von der Tiefe. Wenn wir Mais wechseln müssen und sag mal säen und silieren und Heu machen und allen Treibkram. Das wird echt nicht knapp von der Tiefe. Das ist ja nicht schlimm. Deswegen weiß ich nicht, ob es taktisch klüger wäre, noch ein bisschen länger zu machen. Aber wenn du anfängst zu drillen, musst du auch fertig drillen, ne? Den Ölrettich. Das kommt ja dazu, dass ich nicht. Müssen wir weiter. Sehe ich nix. Also sehe ich auch nix. Wie sie sehen, sehen sie nix. Oh, der kommt her. Nee, der hätte mich noch nicht abgemusst, oder? Wieder abgemusst. Schicker. Schon ein bisschen braun dunkel. Hier müssen wir ab. Nee, ein weiter. Schicker. Wo muss das denn jetzt im Dunkeln sein? Hier müssen wir ab. Oh, oh, nicht blenden. Entschuldigung, nicht gesehen. So, da haben wir. Also Abflug zum Hof. Ja. Mir ist zwar dunkel, aber shit drop. Die Steine sammeln geht noch auf jeden Fall. Drillen. Das fragt nicht, ne? Wir werden aber bis 10 diesen Ingame-Tag machen müssen. Kommen wir nicht drum rum. Ne? Stall ist ja alles in Ordnung. Das läuft. Hoffe ich. Könnte noch, ja, fahren wir auf jeden Fall eine Stange sein. Der Treber noch nicht abgedeckt, ne? Ja, wir müssen eigentlich auch Treber holen, aber keine Zeit. No time. Ich würde ja mit dem IAC vor uns Steine sammeln, ne? Aber der macht sich zum Schluss nass. Da hast du ja super Lichter drauf, ne? Auf dem IAC. Da kannst du ja nichts sorgen, ne? Da hat der Lars ja wieder tippitoppi-joppi gemacht, ne? Mit Licht und so. Aber egal. Müssen wir noch Kraftstoff? Nee, reicht nicht. Zum Steine sammeln alle Male. Die Steine sammeln steht, glaube ich, hier hinten, ne? Ja, nehmen wir den doch da so lange, ne? Vorwärts, vorwärts, Kollege, vorwärts. So, meine Kleinen, ne? Schön Eier machen. Ich fahre noch ein bisschen mal hoch, ne? Hier rum, ne? Nein. Das ist auch schon bornig dunkel. Bis zur Straße können wir vorne anlassen.
so, ne? Dann sehen wir uns besser. Wir müssen auch gleich schon wieder ab, oder ne? Wir sehen nichts. Nee, voll konkret sehe ich nichts. Sind wir sowieso schon dran vorbei? Nein. Hier müssen wir rein. Hier vorne. Ja, ja, ja. Haben wir das gebunden, sind wir wieder aus. Hinten an. Merken wir es. Wir noch was an Stüssel kriegen. Nee, noch ein weiter. Da ist nächsten Tag Ernten angesagt, ne? Da freue ich mich ja auch schon drauf, ne? So ein bisschen Sorgen hieße. Hoffentlich passt das alle in unser Silo. Bin mir nämlich noch nicht so sicher. Hier so drauf auf die Fläche. So, kloppt dich mal schon mal aus. Brauchen wir aber auch keinen GPS-Kurs machen, ne? Runter mit Skohobel und Abflug. Die sollen ja Weizen hin. Es ist ganz wichtig, dass hier die Steine runterkommen, ne? Und der Weizen soll am nächsten Ingame-Tag im Bogen. Aber geht. Das kriegen wir noch hin. Deswegen habe ich ja gekalkt vorher, ne, damit man das besser sieht. Kann zwar beim Säen ein Nachteil sein, ne, da fahren wir dann mit GPS und Spuren reißen und dann kriegen wir das auch easy peasy hin. Ne. Das soll ja wohl nicht das Problem werden. Jetzt geht es einfach nur ums Zeitmanagement. Wenn wir das jetzt erst den nächsten Tag machen würden, ich glaube, uns geht die Zeit aus. Mit der Hexe und Gras machen und Heu und Säen und Ernten, dann sind zwei Tage auch schon wieder bornig knapp, ne? Und wer weiß, was dann noch wieder ansteht. Kalten bestimmt wieder. Und dann Häckseln willst du dann ja vielleicht auch noch ein bisschen Weizen oder Gerste säen. So ist zumindest der Plan, dass die beide Flächen werden wir wahrscheinlich nicht unterkriegen, ne? Aber eine Fläche zumindest noch Weizen da gedrillt wird. Weil wir auch das Stroh irgendwann nochmal brauchen oder so, ne? Die 18, ja, werden wir wahrscheinlich Mais legen oder so. Bin mir noch nicht so sicher. Wiese haben wir ja genug. Kann natürlich bei der einen Weizen und einem Maisland kann man natürlich, da heißt es noch, das Gras sehen, ne? Dass wir das dann im Frühjahr einmal umkriegen. Und dann da Rüben sehen oder so. Gucken, wie das so läuft. Ich sehe so viel. Wüste sehe ich. So ist zumindest jetzt der Plan. Stand der Dinge, so werden wir das jetzt mal durchziehen. Kann sein, dass wir noch anfangen, Ölrettich zu drillen. Auch wenn die Videos dann dunkel sind, aber irgendwie muss ja auch vorankommen. Ne? Wie gesagt, es geht jetzt ums Zeitmanagement und um nichts anderes. Der dort auch vernünftig läuft. Du weißt ja auch nicht, wie Wetter ist. Wieder zu. Dann sind wir auf jeden Fall ganz gut safe, würde ich sagen. Das ist das Wichtigste. Wie gesagt, Futter mit mir müssen wir ja auch noch jede Menge werben. Und dann ist das ganz gut, was fertig ist, ist fertig. Wie gesagt, bis 22 Uhr arbeiten wir. Und was dann nicht fertig ist, oder hab ich gehabt. Und jetzt sind ja noch ein paar Stunden da. Wieso bist du ausgegangen?
Okay, fein. Das läuft. Irgendwie nicht, ne? Bist du ausgegangen? Oh nee, wir haben... Oh, geringe Kapazität, alles klar. Danke fürs Gespräch. Ja, Flug. Ja, erstmal Kaltproduktion gesetzt und das in Dunkeln, der schicki von wegen, man. Nee. Ich dachte, ich habe den großen gekauft. Jetzt haben wir jetzt Standardkapazität. Da sind wir ja oft unterwegs. Chica. Wie kriegen wir jetzt die Kaltproduktion im Dunkeln gesetzt? So, wir gehen zum Hof. Und das wird er den kriegen, ne? Müssen wir uns den nächsten Wagen ans Feld stellen oder was? Kein Plan, ey. Sonst ist ja der. Auch wieder so ein Business, wo du mit einem Krückstock gehst. So. Abflug zum Hof. Nee, dann spulen wir jetzt, ey. Das Ding im Dunkeln sind. Oh Mann. Wie siehst du das, Tüfte? Ich mach die ganzen Zeitpläne kaputt. Der Hirschspruch ist wedelig. Zack, boom, bang. Hast du gesehen? Schwuppidiwupp. Worte nicht door. So, wo setzen wir die hin? Ist nur so, dass wir das sehen. Und Silo. Steht der Ladewagen immer noch im Weg. Schikramo. Das ist komisch. Das ist so komisch. Sekunden. Nee, das macht so keinen Sinn. Speicher mal eben die Spulen ihm vor, das hat keinen Sinn. Wenn du jetzt siehst, ist ja auch was für ein Hintern. Ist ja gar nicht dunkel hier, weh. Ich hätte den Schlepper mal ausmachen sollen, weh. So, wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts, ne? Das läuft hier. Wie sieht's bei euch aus? Alles tutti? Oh, die schlafen. Guck dich den an. Die schläft aber richtig, weh? Oh,
Da ist auch wieder richtig Geld abgezogen worden, ne? Die muss hier in die Ecke. Oh, schon wieder Regen? Regnet es hier auch mal nicht, oder was? Kann es denn nicht sein? Mann, ey. Wir müssen auch gleich die Kapazität von Steinesammler eben ändern. Das hat ja keinen Zweck so. Und da fahren wir uns ja zu Tode. Was surrt denn hier so? Guck mal, es ist wie abgeschnitten hier mit der Taschenlampe. So, jetzt wird's auch hell. Guck mal, hier zurück. P wie bauen. Wir bauen nochmal. Nee, hier Produktion. Oh, oh. Wir müssen auch noch dran fahren können, ne? Ja, so können wir da aber auch dran fahren, ne? Ja, danke, danke, danke. Das haben wir. So, wie sieht's hier aus? Alles erntereif, ne? Ne, nicht alles ernte. Ach. Da ist erntereif. Da ist auch erntereif? Da ist doch Soja drauf. Oh, nee. Jetzt schon Soja erntereif? Guck mal. Schickram. Tatsache. Heiliges Blech. Na gut, dass wir 2 Tage eingestellt haben, ne? Jetzt haben wir 2 Tage Zeit, ne? Okay. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.